Seit 1996 markiert das 24-Stunden-Rennen von Köln den Startschuss in die Motorsportsaison. Die Veranstaltung gehört zu den bestbesetzten Indoor-Kartrennen Europas. 140 Motorsportprofis und Amateure in insgesamt 12 Teams machen das Rennen auch in diesem Jahr wieder zu einem Höhepunkt. Bei der diesjährigen 14. Ausgabe des Rennens ist der Deutsche Motorsportbund mit einer Innovation präsent. Mit Unterstützung des DMSB wird ein Elektrokart von Rimo eingesetzt, das bis auf den Antrieb exakt den Karts der Konkurrenten entspricht. Es ist ein Novum. Es ist das erste Mal, dass Elektrokarts beim 24-Stunden-Rennen wirklich aktiv mitfahren. Beim Benziner hat man einen Verbrenner, den Motor. Der treibt über eine Kette eine Starrachse an. Beim Elektrokart ist der Unterschied der, dass wir zwei kleine Elektromotoren haben, die über ein Getriebe jeweils auf ein Rad wirken. Für einen eingefleischten Kartfahrer ist sicher ein Unterschied. Das Kart lässt sich aber über längere Distanz einfacher fahren, weil man das Kart nicht mit Gewalt einlenken muss. Wir haben natürlich das Handicap, dass wir etwa 50 Kilo mehr gegenüber dem Verbrenner mitschleppen müssen. Dieses Handicap kann aber durch eine bessere Drehmomententfaltung bei niedrigen Drehzahlen ausgeglichen werden. Mit der Teilnahme am 24-Stunden-Rennen soll demonstriert werden, dass Elektrokarts im Alltagsbetrieb konkurrenzfähig sind und auch über längere Renndistanzen mithalten können. Unter Leitung von Karl-Heinz Stegner wurde für diese Herausforderung ein erstklassiges Team zusammengestellt. Alle Piloten des Rimo DMSB E-Kart bei Hot Rod Racing Teams verfügen über umfangreiche Erfahrung im Kartsport. Zusätzlich wurde im Vorfeld auch auf dem Elektrokart trainiert, um dessen spezifische Fahrweise kennenzulernen. Bei dem Elektrokart, dadurch, dass die Bremsen so stark sind und das Kart auch ein bisschen schwerer ist, muss man eben weniger bremsen, aber eben auch langsamer in die Kurve reinfahren. Dadurch kann man früher beschleunigen und schlecht ist es nicht, also wir kommen auf die gleiche Zeit wie mit dem Motorkart. Als Fahrer kann man sich dadurch, dass wir keinen Motorsound haben, mehr auf das Fahren konzentrieren und können auch besser darauf achten, wie wir rutschen und wie sich das Kart verhält. Eingesetzt werden zwei Karts im Wechsel. Während das eine seine Runden dreht, wird das andere aufgeladen. Die innovativen Fahrzeuge können mit einer Leistung von 2x 2,8 Kilowatt bis zu 60 Stunden am Stück fahren. Die Standzeiten in den Boxen sind reglementbedingt so angepasst, dass möglichst weder ein Vor- noch ein Nachteil für das E-Kart gegenüber den Verbrennungskarts entsteht. Im freien Training klappt alles prima. Es folgt die Präsentation der Teams und das Qualifying. Die Pole Position fürs 24-Stunden-Rennen sichert sich das Team des Vorjahressiegers Mr. T-Shirt. Das Rennen wird so gestartet, es gibt 5 Einführungsrunden. Und dann haben wir einen typischen Le Mans-Start, das heißt, wie in alten Zeiten werden die Karts gegenüber von der Strecke stehen, also laufen, und auf der linken Seite gegenüber stehen die Fahrer und auf das Kommando Achtung, fertig, und diesmal werden wir schießen auf den Schuss, dann geht's los und dann eben über die Distanz über 24 Stunden. Ja, und dann fehlt natürlich, beziehungsweise auf jeden Fall die Taktik ist hauptsächlich maßgebend über diese lange Distanz von ca. 3200 Runden. Punkt 16 Uhr fällt der Startschuss für die 12 Teams zu den 24 Stunden von Köln. Das erste Viertel des Rennens gestaltet sich spannend wie selten zuvor. 4 Teams kämpfen Rad an Rad um die Spitze. Neben den großen Favoriten, Titelverteidiger MrT-Shirt.de und Race4Kids, dem Team um DTM-Rekord-Champion Bernd Schneider, können sich mit dem H&R-Team und Bonn Race Reloaded 2 weitere Mannschaften in den Kampf um den Sieg einschalten. Das E-Kart kämpft sich auf den 6. Platz vor. Es gilt, den Speed durch die Nacht zu bringen. Am nächsten Morgen drehen die Karts immer noch ihre Runden. Abseits der Rennstrecke ist es ruhig. Koffeinhaltige Getränke haben Hochkonjunktur. Also bei uns war es relativ ruhig. Wir haben sehr konstantes Dienst fahren können. Das Kart hatten wir nachher in einem sehr guten Ladezustand. Und wir haben uns mehr den Spaß gemacht, bei den Kollegen hinten zu gucken, wie die Hektik bei denen in den Boxen war. Teilweise war es recht spannend, bei den Tankstops zuzugucken und bei den Wechseln, die manchmal noch ein bisschen in die Hose gegangen sind. Aber war schön für uns und wir hatten eine gute Nacht. Und vor allem muss ich sagen, meine Jungs waren sehr schnell in der Nacht. Also hat Spaß gemacht. Das gesamte Team ist hochkonzentriert und alle Komponenten des Elektroantriebs laufen wie ein Uhrwerk.
Aktuell liegt das E-Kart auf Position 5. Ein Reifenwechsel und der ein oder andere Boxenstopp stehen aber noch an. Das kann ein paar Positionen kosten. Auch nach 16 Stunden ist der Rennausgang an der Spitze immer noch offen. Im Laufe der Nacht konnte sich Race 4 Kids auf 1 festsetzen vor MrT-Shirt.de. Die letzte halbe Stunde des Rennens wird in Disco-Atmosphäre zelebriert. Unter zuckenden Lichtblitzen mit Nebel und ständig wechselndem Farbenspiel ziehen die Fahrer mit lauter Rockmusik ihre Runden Richtung Zielflagge. Die Mannschaft Race 4 Kids kann sich den Sieg sichern. Für mich war es sehr entspannt. Ich bin nur dreimal gefahren und die ganze Nacht haben nur die Jungen Gas gegeben. Und ich musste nur mitfahren, durfte nichts kaputt machen, das habe ich gemacht. Bin immer schön rund gefahren, war sehr entspannt, aber die Jungs sind unglaublich gut gefahren. Die Strategie war super, also Glückwunsch an das ganze Team. Für Schneider ist es der 8. Sieg in Köln. Die weiteren Podestplätze gehen an MrT-Shirt.de und das H&R-Team. Das RIMO DMSB E-Kart bei Hot Rod Racing Team hat ein erfolgreiches Debütrennen absolviert und den 8. Platz von 12 gestarteten Teams erreicht. Es ist ohne technische Probleme ins Ziel gekommen. Alles in allem ist das ein großer Erfolg für die Premiere des E-Karts beim 24-Stunden-Rennen. Auch weil die Konkurrenz sehr stark war. Insgesamt drehte das Siegerteam 3294 Runden und sorgte damit für einen neuen Distanzrekord beim 24-Stunden-Rennen von Köln. Zum allerersten muss ich sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind ganz froh, das Projekt gut über die Bühne gebracht zu haben. Wir sind ins Ziel gekommen. Platz 8 ist, glaube ich, auch nicht allzu schlecht. Wir haben gezeigt, dass man konkurrenzfähig fahren kann. Und somit haben wir eigentlich die Zielsetzung, die wir erreichen wollten, auch geschafft. Die Experten sind vom E-Kart-Konzept beeindruckt. Wir werden aufgrund der Emissionen, das heißt Lärm und Schadstoffausstoß, ich nehme an, in einem Zeitraum von 5 bis 8 Jahren in dem Nachwuchsbereich sicher nur noch mit E-Karts fahren. Also ich wünsche mir, dass das E-Kart sich wirklich durchsetzt, weil wie gesagt, für den Indoor-Bereich ist es das Beste. Ich denke mit Sicherheit, dass die Zukunft ist, vor allem die Betreiber, die vielleicht neu aufmachen, die nicht so eine moderne Lüftungsanlage wie wir von 100.000 Euro fast kaufen müssen, weil da braucht man keine Lüftungsanlage. Da wird es die Zukunft sein. Wie es sich durchsetzen kann, werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, aber ich denke schon, sonst hätten wir dieses Projekt auch nicht zusammen mit den anderen gemacht. Der erste Langzeitrenneinsatz hat viele neue Erfahrungen gebracht. Fahrer, Teammanager, Techniker und Entwickler werden ihre Schlüsse aus dem 24-Stunden-Test ziehen und das zukunftsweisende Rennfahrzeug weiterentwickeln.